die AIDA, das Programm, das Sie im Roten Meer seit einigen Jahren ja regelmäßig durchführen, in den Wintermonaten, also von November bis in Ende April, bewegen sich ja zwei der AIDA-Schiffe im Wechsel hier in dem Dreieck Israel, Rotes Meer in Aqaba, Sharm el-Sheikh und dann rüber nach Safaga. Und an allen diesen Orten wird ein Stopovertag eingelegt. Und da bietet es sich natürlich an, dass man eben das mit Tauchen verbindet. Das Rote Meer steht ja dafür da. Und da haben Sie eben uns vor einigen Jahren, jetzt schon über 6 Jahre, angesprochen. Sie haben zuverlässige Partner gesucht, lang etablierte, die eben auch den Markt, den die AIDA selbst in erster Linie auf dem deutschsprachigen Sektor ja abdeckt, entsprechend bedienen kann. Und darauf hat man uns angesprochen und seitdem arbeiten wir eben auch mit denen zusammen. Das wird hier vor Ort von uns mit unseren Schiffen abgedeckt für die ausgebildeten Taucher, die dann 2 Tauchgänge von Schiff aus absolvieren. Andere Gäste kommen mit den Bussen die 7 Kilometer bis in die Nama Bay, was ja das eigentliche touristische Zentrum in Sharm el-Sheikh ist. Heißt ja, Sharm el-Sheikh ist die Stadt, Nama Bay ist die Bucht, wo sehr viele Hotels mit die allerersten hier gebaut wurden, wo auch unsere Basis sich befindet. Alle anderen gehen hier am Strand schnuppertauchen, DSDs oder teilweise auch zusätzliche Tauchgänge hier in unserem Hausriff.